So, ich habe mal eben nachgeguckt. Das erste Video, was einen anderen Start hatte. Gut, es hatte auch irgendwie einen so. Naja. Ich habe mal einfach eben wieder sechs neue Nachrichten auf YouTube, weil keine Ahnung. Ne? Ja gut, wenn man bedenkt, wie oft ich kommentiere, kann man sich eigentlich denken, wie oft ich auch Kommentare bekomme. Also ich frage mich ja, wie lange es noch dauern wird, bis ich bis zum nächsten Abo-Special komme, was ja 500 ist. Für die Leute, die jetzt irgendwie fragen, wann kommt denn 300 Abo-Special? Oh, Virginia ist in der Nähe. Ich hab den Schrei gehört. Doch wo ist sie? Und warum kommt nur sie zu mir? Ist hier irgendwie das Virginia-Gebiet oder was? Das war eindeutig der Virginia-Schrei. Kommt mit Sicherheit gleich hier an. Erste, was wir hören werden, sind dann gleich die Babys. Und dann kommt sie. Ich hätte halt aber wirklich gern erstmal hier einen Turm in der Ecke. Zur Not könnten wir dann halt mal eben rüber gucken, falls da jemand kommt. Und mal eben rüber schießen. Hier können wir es ja schon. Aber nicht so effektiv. Und wenn Virginia da draußen rumläuft, will ich eigentlich nicht nach draußen gehen. Klar, die kann mir jetzt hier in meiner Festung nicht so viel anhaben. Ja gut, eigentlich schon. Okay, sie kommt aus der Richtung. Wie letztes Mal auch. Da kamen sie nämlich letztens an. Ich lock sie ja auch an, indem ich hier halt ein bisschen was kaputt schlage. So, die wird hier vermutlich durchs Wasser auch reinkommen können. Da werden wir uns nicht so große Hoffnungen machen können, dass wir uns mal eben da sicher fühlen dürfen. Machen wir uns schon mal bereit. Wir bräuchten Feuerpfeile. Können wir ja jetzt machen. Klar, mit dem bisschen, aber ist halt nicht mehr so viel. Ich habe halt auch nicht neue Federn. So. Wo bist du? Kommst du raus? Das habe ich halt aber meistens in der Nacht gehört, dass sie hier rumschreit und dann erst am Tag wirklich ankommt. Ach, die muss jetzt wirklich nah sein. So oft, wie ich die jetzt höre. Die wird da vorne vermutlich stehen. Könnten ja mal einen Stein hinwerfen. So, ich ziehe mich jetzt zurück. Und lass das mal die Natur regeln. Und ich hole natürlich ein paar Sticks für drüben. Ich kann schlecht jetzt Bäume fällen, während sie da draußen rumwütet. Stellt euch vor, ich würde mit dem Teil jetzt losfahren und dann steht die halt direkt da. Ich kann halt nicht einfach loslassen. Klar, kann ich
mal eben schnell, aber abwehren wird dann nicht mehr klappen. Abwehren nützt uns ja sowieso schon mal nichts. Aber ist halt scheiße für uns. Das kommt von da. So, damit locke ich die mit Sicherheit an. Jetzt dürften wir gleich auch nochmal neue Schreie hören. Kein Wasser mehr da. Komm, gib her. Gucke ich jetzt gleich nochmal über die Mauer. So. Sie ist noch nicht da. Entweder scheint sie jetzt nicht auf die Signale reagiert zu haben, die ich ihr gegeben habe, oder sie ist halt wirklich weggegangen. Oder beides. Da kommen schon mal drei Kannibalen. Vier. Ja, ich glaube, die machen gerade eine Zusammenstellung. Die werden mit Virginia angreifen. Denke ich. Der kommt zu mir. Der hat das gehört. Wie ich hier was abgeschlagen hat der gehört. Und jetzt leuchtet mein Handy wieder. Nee, leuchtet gar nicht. Es war nur so eine Folie. Hab wohl irgendwas sehr Helles im Spiel gesehen und deswegen hat die Folie aufgeleuchtet, weil die spiegelt helles Zeug natürlich wieder. So eine Folie. Ja, so eine Folie, die ist schon toll. Wo ist die? Die hat doch eben hier rumgeschrien wie sonst nix. Da kommt halt der Kannibale, aber das ist halt. Ich glaube, der riecht irgendwas. Der läuft da so komisch rum. Wenn ich jetzt ein Tier töte, werden die das eh riechen. Na, das ist auch nicht besser, was ich hier tue, aber. Reagieren die? Nein. Die reagieren nicht. Die sind aus irgendeinem Grund weggerannt. Ich glaube, ich habe einen Hasen. Nö, habe ich halt einfach mal nicht. Was eine scheiß Falle immer. Da ist bestimmt wieder nur so ein Eichhörnchen durchgelaufen. Aber wie ich das hasse, wenn Virginia hier rumkreischt, aber dann nicht erscheint. Gut, das war letztes Mal auch so, da hat sie rumgekreischt und ist erst eine Folge später halt aufgetaucht. Dass sie sich so richtig ankündigt, ist aber halt auch nicht so normal, denke ich mal. Weil das ist mir eigentlich nie so wirklich oft passiert. Kann sein, dass das neu dazugekommen ist, aber also hätten die doch reingeschrieben, oder? Ich komme mit Sicherheit gleich aus einer Ecke hier raus. Aber im Moment brauche ich ja eh nur die Sticks. Dann bin ich glücklich. Dann bin ich ruhig.
Gut, den brauche ich sowieso nicht. Ich habe genug. Man soll ja nie zu viel Fleisch mitnehmen. Ein Eichhörnchen kann nie schaden. Na, da kommen sie schon direkt wieder. Ich glaube, die kommen jetzt gleich auch zu mir. Ob ich da eine Bombe hinwerfen kann? So weit doch nicht, oder? Habe ich eigentlich noch das Dynamit? Ja, ich habe noch Dynamit. Als würde ich mir wirklich besser aufsparen. Ich könnte ja rüber locken. Ah, nee. So, da hat Virginia zuletzt gestanden, als wir die mal gesehen haben. Und dann haben sie dort gekillt. Ja. Könnte ja sein, dass sie genau an derselben Stelle nochmal steht. Auf uns wartet. Der Nostalgie. Also. Willen. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, ob die Virginia so eine nostalgische Mutantendame ist. Vor allem, weil das irgendwie überhaupt nicht so lange her ist. Das wäre jetzt, wenn ich das hier öffne und die steht halt einfach direkt hier vor. Das wäre krass. Mir fallen aber langsam die Augen zu. Das ist nicht so toll gerade. Ich habe Schritte gehört. Man hört Schritte, aber man sieht halt nichts. Und dort oben kamen jetzt voll oft schon Kannibalen an. Haben aber nichts gemacht. Habe ich jetzt eigentlich neue Seeds? Die müssten ja eigentlich hier irgendwo unten angezeigt werden, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wo die angezeigt wurden. Lang her. Oder ob das jetzt schon geändert wurde. Hauptsache, du leckst wieder. Ich habe halt gerade einfach gedacht, da kommt einer angelaufen. So, die Ausbeute reicht mir eigentlich. Ich kann das Ganze da jetzt voll machen. Diese Stoneholder. Da könnte ich eigentlich wieder rüber. Naja, ein paar Fische können natürlich auch nicht schaden, aber ich glaube, ich kann die immer noch nicht richtig kriegen, ne? So, und so mag ich das ja überhaupt nicht, wenn der mir die runter tut. So, das letzte Mal haben wir die Fische hier nicht bekommen. Bekommen wir sie jetzt? Das ist die Frage. Nein, bekommen wir nicht. Wäre halt schon mal cool, wenn man halt einfach im Meer hier so stehen kann und die auch erwischt. Aber erwischt man nicht. So. Wir müssen das unbedingt mal machen, dass man so ein Hausboot hier besser irgendwo halt parken kann und direkt entladen kann. Ich glaube, ich mache da mal extra so ein Haus, wo man halt reinfahren kann. So geradeaus. Und wo es halt scheißegal ist, von welcher Richtung man kommt. Und dass man dann auf der zweiten Etage halt hier oben alles wegnehmen kann und hier dann einfach reingehen muss und hat dann schon alles. Dann mache ich da so einen Weg. Dann kommen wir hier lang. Aber das ist noch alles Zukunft.
Das machen wir, wenn wir hier genügend Platz haben. Machen wir vielleicht sogar halt einfach mitten im Meer. Das wäre doch auch mal eine Idee. So eine richtige Ölplattform. So was sollten wir mal machen. Scheiß drauf, ob das jetzt richtig rum ist oder falsch. Wo kann ich hier denn noch mehr Sticks reinpacken? Vielleicht da unten unter Wasser, falls ich das da noch nicht fertig gebaut habe. Guck ich mal gerade. Ich habe es wirklich noch nicht fertig gebaut, ich wusste es. Spendet das Licht? Irgendwie nicht. Werden wir in der Nacht sehen. Schlepp dich nicht so weit. Da gibt es ja echt Leute halt auf YouTube, die dann sagen, boah, du hast die Schildkröte getötet. Ich mag dich jetzt überhaupt nicht mehr. Scheiß drauf, ist doch nur eine Schildkröte in dem Spiel. Junge, heul doch rum. Aber das ist es halt mal überhaupt nicht wert. Was hat die Schildkröte denn bitte getan, um zu leben? Ja, genau. Nichts. Ja gut. Sie ist gespawnt. Das hat sie getan, um zu leben. Das ist anscheinend hier auch der herkömmliche Weg zu leben. So, hier könnte man ja so ein Katapultteil hinsetzen. Falls einer mal angreift, dann hat man hier die sichere Stelle. Dann müsste man hier natürlich auch überall noch so eine Mauer rumzimmern, aber egal. Kann man im Multiplayer machen. Nicht hier. Nicht jetzt. Aber so haben wir erstmal kein Steinproblem mehr. Gut, wir hatten nie ein Steinproblem. Hier spawnen halt einfach Steine, wie wir die gerade haben wollen. Das ist halt hier überhaupt mal gar kein Problem. Aber noch besser, wenn wir die einfach irgendwo lagern können, ne? Halt auch gar kein anderer YouTuber hier drauf kommt auf so eine Idee, halt hier auf einer Insel so ein Haus zu bauen. Das ist doch einfach das Schlauste überhaupt. Hier kommt keiner hin. Kann man sogar die Steine auf den Steinen flitschen lassen. Ist das nicht toll? Da hinten könnte ich theoretisch auch noch mal wieder eine Base bauen. Da habe ich ja schon mal eine Base gebaut. Die war auch super. Eigentlich nicht, da wurde ich voll paranoid nachher und hab mich davor gegruselt, nach draußen zu gehen, weil dort vorne, da kam so ein richtig gruseliger Moment, den habe ich schon 10.000 Mal erzählt, wo der eine Typ nur von diesem Hügel auf mich runtergeguckt hat, man hat nur die Silhouette gesehen und er haut dann einfach ab, nachdem er mich, was weiß ich, so 30 Sekunden lang angestarrt hat. Das war gruselig. Nee, danke, das brauche ich auch nicht nochmal. Wir haben alles Fleisch dran gepackt. Jetzt bräuchten wir halt nur noch die ganzen Federn. Können wir dann in der nächsten Aufnahmesession sammeln. Und dann geht's wieder ab in Zinghol und da werden wir dann richtig abgehen. Hoffentlich. Gut. Die beiden sind natürlich auch wieder dabei. Die sehen voll schlecht texturiert gerade aus. Der sieht aus, als wenn der aus Wind Waker wäre. Wind Waker ist nicht schlecht texturiert, das ist cool. Die sitzen hier halt immer noch und haben immer noch keine Kinder. Sollten die mal bekommen.
Naja, ich würde erstmal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn das Spiel hier nicht abdreht. Black Screen, bitte weggehen, dann kann ich auch F12 drücken. Gut.